Hi Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge Let's Play Spider-Man Miles Morales, nämlich letzter Test. Das ist eine Nebenmission und da kriegen wir dann auch diesen freshen Style. Genau. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es aussehen wird. Und dann würde ich mal sagen, let's go, okay. Sogar ein Kuscheltier. Nice. Bin noch da, nice. Weil Leute, ich streame eigentlich auch immer Miles Morales und tue auch das immer währenddessen Let's Playen. Genau, mach dich auf einen ernsthaften Kampf gefasst. Oh nein, oh juch, wenn ich dann gegen ihn kämpfe. Okay, es wird ehrenlos dann, es wird dann ehrenlos. Okay. Geht zur Markierung. Okay, ich habe Angst, ich habe Real Talk Angst, aber egal. Auf geht's. Oh, yo! King Walter! Aua! Aber Walter, sind die... Also ich muss mir wieder mal ein paar Let's Plays von anderen YouTubern anschauen, weil ich hatte die Story vom ersten Teil nicht geschaut, aber ich frage mich nämlich, was mit Walter und so passiert. Also Rhino kam ja in den Knast, aber da frage ich mich Real Talk auch wieder, wie er dorthin kam, weil ich weiß es gar nicht mehr, dass der im ersten Teil irgendwie gefangen wurde. Ich weiß nur noch von Doc Ock am Ende. Muss ich mal wieder ein bisschen nachschauen. Ah nee, man hat ja einmal gegen Vulture und Electro gekämpft. Ich glaube, danach kam die dann in den Knast, oder? Ja, kann gut sein. Okay. Aua. Okay, auf entspannt. Hä? Au. Hä, was? Was? Das ist doch jetzt halt nur eine Lüge. Der hat doch kein Zwillingsbruder. Oh lol. Hä? Wann hat denn... Nee. Spider-Man Hobbs, der tut nur ein bisschen verarschen. Jungs, es gab doch nie zwei Vultures. Junge, es waren, gab es zwei von denen. Es triggert mich ein bisschen, dass ich immer rumschwimmen muss und die können in der Luft fliegen. Und hier ist kein richtiges Hochhaus. Bedeutet, ich muss irgendwie immer so komisch hinschwimmen. Oh Bruder. Come on. Als ob Zelena Walter noch nie gesehen. Und ich find's metaphorisch super. Aber wussten MJ und Harry, dass er Spider-Man ist? Oh, Leute. Harry. Junge, er ist einfach Venom. Das Ding ist, es war ja, soweit ich weiß, immer so, der Norman Oscorp, also der Vater von Harry, hatte ja so eine Krankheit. Dann kam ja der Harry und der hatte dann auch irgendwann die Krankheit bekommen. Aber hier in dem Game ist so, dass erst Harry die Krankheit hatte und der wird jetzt Venom. Jungs, ich bin gehypt auf den dritten Spider-Man-Teil. Aber wir müssen lange warten, wieder 2 Jahre oder so. Gar kein Bock. Da
Damage. Oh, yo. Fantastisches Training. Echt sauberes Kampfdesign, Pete. Gut gemacht. Ja, moin. Okay. Okay. Ja, gut. Irgendwie ist der Anzug voll hässlich. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. So eine kurze Jacke an und solche Monitore und so. Aber Leute, keine Ahnung. Das war es auf jeden Fall mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.